Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Newsflash Vision to Web live von der Vision 2018 in Stuttgart. Wir sind zu Gast bei der Firma IDS. Ja, das ist Herr Seiler. Herr Seiler, IDS war schon immer ein Pionier, vor allem wenn es um Schnittstellen, USB im Bereich Industriekameras ging. Nun bringen Sie eine neue Plattform mit auf die Vision. Ja, was macht Sie da zum Pionier? Ja, danke für die Frage. Mit IDS NXT oder IDS Next präsentieren wir die nächste Generation der Industriekamera. Die Industriekamera präsentiert sich wieder im bekannten industrietauglichen Gehäuse mit bekannten Schnittstellen, bietet die gleiche Anzahl an Sensoren, die wir auch in unseren anderen Kameras haben, lässt sich auch in der Software ansprechen wie eine normale Industriekamera, mit dem Unterschied, dass sie allerdings intelligent ist. Das bedeutet, im gleichen Gehäuse befindet sich ein leistungsfähiger, energieeffizienter Rechner, der mit Hilfe von Vision-Apps Bildverarbeitungsanwendungen löst, Bildverarbeitungsaufgaben löst. In diesen Vision-Apps laufen leistungsstarke Algorithmen mit der Bibliothek Helcen, mit OpenCV oder mit künstlicher Intelligenz mittels neuronaler Netze. Das Ganze steht ja bei Ihnen unter dem Motto App Your Camera. Was bedeutet das? Wer braucht es? Beziehungsweise wie viel künstliche Intelligenz steckt denn schon wirklich da drin? Ja, brauchen kann man das in einer Vielzahl von Anwendungen. Zum einen natürlich da, wo PC-basierte Systeme zu groß, zu aufwendig sind. Zur Frage, wie viel künstliche Intelligenz steckt da drin? Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz die echte Killer-App wird für IDS NXT. Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen in der Bildverarbeitung, meinen wir Deep Learning mittels neuronaler Netze, künstlicher neuronaler Netze. Was jetzt das Besondere ist an den NXT-Kameras, ist, dass sie neuronale Netze in der Kamera ausführen können, und zwar extrem performant, schneller als mit vielen PCs und dabei noch zwischen einer Vielzahl von Netzen situationsbedingt wechseln können. Damit lassen sich eine unheimliche Vielzahl von Aufgaben aus dem Bereich Klassifikation, Qualitätssicherung lösen, die teils auch heute mit regelbasierter Bildverarbeitung nur sehr schwer, vielleicht gar nicht zu lösen sind. Das Intelligente ist also, dass die Kamera gelernt hat oder anhand von gelernten Beispielen Entscheidungen sicher trifft. Auch in Sachen 3D-Vision haben Sie wegweisende Neuerungen mitgebracht. Sie haben eine neue Stereokamera. Ja, was kann denn die? Ja, zunächst einmal im Bereich 3D-Bildverarbeitung haben wir dank vieler Projekte im Bereich Robotersteuerung, Logistik, sogar Medizintechnik in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt. Vorreiter dabei ist unser leistungsfähiges Modell, die Ensenso X-Serie, die sehr große Bildbereiche abdecken kann. Bei diesem Kameramodell werden aus zwei Einzelbildern im PC 3D-Punktwolken mit tiefen Informationen zusammengesetzt. Wenn ich nun natürlich eine sehr hochauflösende Kameraaufnahme habe und schnelle Taktzyklen, entsteht dadurch hohe Rechenleistung im PC. Aus diesen Gründen haben wir die neue Ensenso XR-Serie, die wir hier vorstellen, mit einem leistungsfähigen FPGA ausgestattet, der in der Kamera diese 3D-Informationen berechnen kann. Nun kann ich wahlweise das ganze Bild an den PC übertragen oder auch nur das Ergebnis. Und da in der Kamera ein eigener PC, ein eigener Webserver läuft, sogar per WLAN zum Beispiel an ein iPad nur noch die tiefen Informationen übertragen. Das halten wir für ein sehr zukunftsweisendes Produkt. Und ja, mit dieser und vieler weiteren Ideen glauben wir, dass wir auch im Bereich 3D-Bildverarbeitung noch starkes Wachstum sehen werden in den nächsten Jahren. Ja, wenn Sie sich für 3D-Bildverarbeitung interessieren und natürlich auch für Deep Learning, dann kommen Sie zur Vision, zum Stand von IDS oder natürlich kontaktieren Sie das Unternehmen über Website oder sonstige Wege. Herr Seiler, vielen Dank fürs Interview.